Moin Moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und herzlich willkommen zu diesen kleinen Kurznews zum Thema Shields. Die meisten von euch, die sich gestern in The Division eingeloggt haben, haben wohl ihre Shields schon ratzfatz erledigt, war ja jetzt keine große Aufgabe gewesen. Die Dark Zone war völligst überfarmt gewesen, jeder wollte die Wahrzeichen plündern, war mal wieder lustig gewesen. Für die, die noch im Westside-Pier zu tun haben, kann ich den Tipp geben, geht einfach in den Widerstand, da geht das Ganze mit den Bossen um einiges schneller, als das, wenn ihr in der freien Welt rumlauft und euch diese erstmal suchen müsst. Und da sei auch nochmal angemerkt, die Frage kam jetzt öfter auf, bis wann diese Shields erledigt werden müssen. Ihr habt da wirklich Zeit bis zur Release von Division 2, also kein Stress. Jetzt wurde mir die Tage aber unter einer meiner Videos die Frage gestellt, ob wir demnächst mit Shields rechnen müssen, die in einem DLC erledigt werden müssen, also im Untergrund oder in Survival und so weiter. Meine Vermutung war eigentlich eher nein gewesen, denn diesen Fehler hatten sie schon mal gemacht mit Stolen Signal während eines Global Events. Da musste man Aufgaben in Stolen Signal erledigen, das konnten einige nicht machen und dann haben sie das später rückgängig gemacht. Daher, wie gesagt, ging ich davon aus, dass sie diesen Fehler nicht nochmal machen, Fehler in Klammern gesetzt, denn jetzt ist heute bei Reddit veröffentlicht worden, ich habe diese Informationen hier jetzt aber ganz aktuell von mydivision.net, wer die Seite nicht kennt, sollte da ab und zu mal draufklicken, wie auch immer, da ist auf jeden Fall jetzt schon mal veröffentlicht worden, mit was wir demnächst zu rechnen haben und ja, da sind DLCs erforderlich, denn zum Beispiel im Juli müssen wir 10 Phasen im Untergrund erledigen, Rang 10 erreichen und 10 Jäger im Untergrund ausschalten. Im August wären es dann 5 Objekte aus Survival-Bergen, 5 Stunden dort überleben und 5 Jäger ausschalten. Im September heißt es 3000 Belobigungspunkte erreichen, das sollte kein Problem sein. Im Oktober müssen wir Welle 15 im Widerstand erreichen, das sollte auch kein Problem sein. Im November heißt es dann jede verfügbare legendäre Mission abschließen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze rückwirkend gilt, aber ich gehe davon mal aus, dass man das alles nochmal machen muss. Sollte aber eigentlich auch kein Problem sein. Im Dezember heißt es dann 3 vollständige geheime Ausrüstungsgarnituren sammeln. Das sollte wohl rückwirkend gelten, weil das macht ja keinen Sinn, den ganzen Kram nochmal zu sammeln, wenn man es schon hat. Im Januar heißt das dann alle exotischen Ausrüstungsobjekte und Waffen einsammeln. Auf Deutsch am besten mal die ganzen Hildis und Iris, die man sonst wegschmeißt, einfach mal aufheben. Und im Februar, im letzten Monat vor Release, heißt es dann den höchstmöglichen optimierten Ausstattungswert von 290 erreichen. Sprich, ein Set, was ihr schon vorhanden habt, mit Division Tech nach oben schrauben. Das war's schon. Also für die, die sich jetzt ärgern, dass sie keine DLCs haben, ja, man kann's verstehen. Andererseits sage ich aber auch mal, man kann nicht alles geschenkt bekommen. Von daher, wenn ihr den ganzen Kram für Division 2 haben wollt, dann beißt in den sauren Apfel und kauft euch für günstiges Geld. Schaut mal hier, ich habe einen Link, glaube ich, unten drin von Instant Gaming. Da kriegt ihr die DLCs mehr oder weniger hinterhergeschmissen. Das war's als kleine Info von mir. Wie immer gilt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich und so weiter. Erzählt's eurer Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Schwester und dem Postboten. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao!